Ey yo, meine lieben Fightheads, willkommen zu Crunk MMA and here we go! So Leute, Gegard Mousasi hat gegen John Salter bei Bellator 264 wieder mal bewiesen, dass er zu den absolut größten und gefährlichsten im MMA-Sport gehört. Abgesehen davon, dass seine Fans ihn feiern, hat auch wahrscheinlich Dana White, der UFC-Boss, falls der den Kampf gesehen haben sollte, spätestens jetzt eingesehen, dass das ein Riesenfehler war, The Armenian Assassin gehen zu lassen. Kurzfassung zu den drei Runden. Gleich zu Beginn war klar, dass Salter den Kampf schnell auf den Boden verlagern wollte, was ihm auch gelang. In Runde 2 kam Salter im Stand mit ein paar harten Schlägen, die meisten davon hatten auf Mousasi keine Wirkung. Nur eine hat ihn kurz ins Wanken gebracht, Salter gelang ein weiterer Takedown, Mousasi kehrt die Position um und landet brutale Ground-and-Pound-Treffer, paar bösartige Ellbogen. Runde 3, Mousasi zögert nicht, landet auf dem Boden, wieder extreme Ground-and-Pound-Schläge gegen Salter, die für ihn bei 2 Minuten und 7 Sekunden durch TKO das Ende bedeutet haben. Gegard Mousasi dominiert die Middleweight-Division also weiterhin. Nach dem Kampf stieg Austin Vanderford in den Ring. Die nächste Titelverteidigung, die Mousasi vor sich hat, wird also gegen Vanderford stattfinden. Wann und wo ist noch nicht bekannt. Während der Pressekonferenz nach Bellator 264 äußert sich Mousasi gegenüber den Fragen, die ihm zu Vanderford gestellt werden, wie folgt. Austin Vanderford wird ein harter Kampf. Er ist ein Ringer, ein anderer Typ, aber wenn er mich zu Boden bringt, ist es nicht so, dass er mich zwangsläufig auch verletzen wird. Ich mache mir keine großen Sorgen, ich werde trotzdem auf ihn vorbereitet sein. Nach der Äußerung zu Vanderford sprach Mousasi noch kurz über das reine Boxen und dass sein Interesse daran sehr groß sei, er mit Scott Coker darüber reden und verhandeln wird. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, weil Bellator mit Showtime zusammenarbeitet. Es ist an dieser Stelle nicht abwegig, die Gebrüder Jake und Logan Paul ins Gespräch zu bringen, weil A. Mousasi bereits gesagt hat, dass er nicht abgeneigt wäre, gegen den ein oder anderen zu boxen, sollte ihm ein Vertrag hingelegt werden. B. Dass sich sowohl Jake als auch Logan immer mehr entwickeln und seriöser werden. Gegard boxtechnisch, vor allem mit seinem Jab, ein perfekter Kandidat wäre und um Welten stärker als beispielsweise Jake Pauls aktuell angesetzter Gegner Tyron Woodley. Aber erstmal dürfen wir uns auf den Mousasi vs. Vanderford Kampf freuen. Austin hat einen derzeitigen Rekord von 11 Kämpfen, 11 Siegen. Auch wenn es heißt, dass Gegard Probleme mit Ringern hat, kommt es auch auf die Erfahrung an. In diesem Punkt hat The Gentleman Vanderford zwar 11 Kämpfe, 11 Siege, die sich sehen lassen können, aber rein erfahrungstechnisch kann er mit der Dreamcatcher Mousasi nicht mal ansatzweise mithalten. Wenn man bedenkt, dass Mousasi zu seiner UFC-Zeit gegen Top-Contender gekämpft hat und speziell ein Mark Hunt gefinisht hat, Leute, ein Mark Hunt, dann glaube ich nicht, dass Vanderfords Chancen allzu hoch sind. Zu beachten ist auch, dass Takedown-Versuche ermüden. Mousasi wird bei längerer Distanz daher die Oberhand haben. Yo Leute, das war's mit diesem Video. Ballert eure Meinung zu dem Ganzen. Wenn's gefallen hat, lasst ein Abo da. Wäre echt nice. Und ein krankes Bye bis zum nächsten Mal.